Also erstmal hi, ich bin Yeshim und bin 18 Jahre alt und mache eine Ausbildung als Pflegefachkraft. Also wir fangen mal erstmal da an, wo ich so klein war. Und zwar hat mich meine Mama immer mit zur Arbeit mitgenommen, also im Krankenhaus. Sie hat nämlich mehrere Ausbildungen abgeschlossen, zum Beispiel MFA, Radiologieassistentin, Anästhesieassistentin und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat sie mich sehr inspiriert. Ich habe auch mit den Chefs viel reden können und viel Wissen angeeignet, weshalb mich das noch mehr interessiert hat, da in diesem Beruf mehr zu machen und viel mehr zu agieren. Also mein erster Tag war sehr schön. Ich hatte zwar etwas Angst und war sehr nervös, aber das hat sich zum Glück nach einer Zeit geregelt, also ich glaube nach 2-3 Monaten, und jetzt bin ich viel entspannter. Also mir ist die Zusammenarbeit im Team sehr wichtig. Außerdem finde ich es sehr schön, wenn man zusammen oder sich gegenseitig stärkt. Außerdem finde ich es am Ende des Tages sehr schön, wenn man etwas Gutes getan hat, zusammen im Team. Mich nervt es manchmal, wenn ich so viel dokumentieren muss. Also wir müssen echt viel dokumentieren, was am Tag so passiert ist. Und das geht mir manchmal echt auf den Keks. Daher, dass wir im Frühdienst, im Mittagsdienst, also Spätdienst und Nachtdienst arbeiten, ist eigentlich für jeden was dabei. Also meine Meinung, ja. Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte dazu. Und zwar habe ich im Krankenhaus gearbeitet und ich glaube für 1-2 Monate oder sowas. Und da gab es eine Dame, die nicht mehr selbstständig essen konnte, weshalb ich ihr sozusagen geholfen habe, also das Essen angereicht habe. Und sie mir viele Motivationen übermittelt hat, während ich ihr erzählt habe, wie meine Ausbildung so läuft und dass Ausbildungsjahre keine Ehrenjahre sind. Und sie ist dann aber nach ein paar Wochen verstorben. Und damit muss man halt lernen, umzugehen, dass wenn auch seine Lieblingspatientin oder Lieblingspatient verstirbt, dass man damit lernt, okay, es ist jemand ist verstorben, aber dass man jetzt nicht komplett zusammenbricht, sage ich mal so. Und zwar habe ich im Krankenhaus gearbeitet und da gab es eine Patientin, die, also ihr wurde diagnostiziert, dass sie Krebs hat. Und bei ihr musste dann eine Koloskopie durchgeführt werden. Also Kolon heißt ja Dickdarm, also eine Kamera von unten, sage ich mal so, umgangssprachlich. Und weil die Situation so neu war, wollte sie nicht alleine da sein, weshalb es auch einer meiner Lieblingspatientinnen war. Sie wollte halt unbedingt, dass ich dabei bin während der Untersuchung und das habe ich dann auch getan. Ich habe mit ihr zum Beispiel auch mal Händchen gehalten, damit ich ihr symbolisiere, dass ich auch da bin für sie. Also mich macht es glücklich, wenn ich zum Beispiel mit meinen Haustieren was unternehme oder mit meiner besten Freundin. Und jetzt bezogen auf meine Arbeit freut es mich, wenn ich jeden Tag etwas Gutes für die Welt getan habe. Ja, und zwar diese Schere. Diese Schere habe ich seit dem ersten Lehrjahr, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Dort durfte ich meinen ersten Verband sozusagen aufschneiden, weshalb ich diese Schere behalten durfte. Ja, ich habe eine Botschaft an euch. Und zwar, mir hat es geholfen, als ich ein Praktikum absolviert habe in der ambulanten Pflege. Deswegen empfehle ich euch auch im Praktikum, im Zukunftstag oder auch in den Berufsschulen einfach einen Einblick zu verschaffen, wie der Alltag so ungefähr aussieht.